Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Derzeit befinden wir uns noch auf dem Weg zur Shinra Corporation, doch heute kommen wir auch endlich an. Und dann schauen wir mal, was wir da alles für Verwüstung anrichten können. Ich wünsche euch viel Spaß. Kurz habe ich die Hoffnung gehabt und dann ist sie einfach verschwunden. Kiste. Wir werden uns wiedersehen. Eines Tages. Ich schenke dir die Blume, damit du weißt, dass wir uns wiedersehen. Lauft! Oh, rennt, 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 rennt! Das sieht übel aus, Mann! Nein! Ah, ich hab sie noch bekommen. LOL! Sieht aus, als würde der Wettlauf hier enden. Achtung! Das ist irgendwie komisch, dass wir jetzt hier gegen ihn kämpfen. Na gut. Analyse. Auf Nummer sich. Blitz! Sehr schön. Physischer Angriff aus geringer Distanz, Blitzelementare und Windelementare Attacken für schnell. Okay. Einfach die ganze Zeit abwehren. Dann passt das schon. Ich habe ein Feuer hier, ne? Übernimm du. Es geht los. Ist es Essen? Hätte ich noch nur einen Barrett, der schießen kann. Nachschlag. Ich könnte auf mein Limit spekulieren, ja. Weil so kriegt er mich nicht tot. Ich mach doch mal eine Pause. Na, Palmwerfer. Los. Du musst ja irgendwann runterkommen. Alles okay? Ja. Laut! Festhalten! Ganz schön haarig. Es ist noch nicht vorbei. Weiß ich doch. Oh, Barry, du kannst was machen. Dafür sorg ich. Schuss und kein Schuss, Danny. Oh, sehr schön. Und schön. Jetzt komme ich. Nachschlag. Ja. Weißt du was, wenn wir hier schon mal hier sind? Okay, Magie, ein bisschen Blitz für unseren kleinen Kollegen. Blitzgar habe ich es tatsächlich sogar. Und weil wir es können. Es geht weiter. Schön, dass er einfach runtergekommen ist. Oh, schade. Na gut, Barrett, wir warten wieder auf dich. Rollende Walze. Okay, wir warten nicht auf dich. Lauf, du euer fucking Leben. Der ist natürlich wieder hinter mir her. Au, au. Ernsthaft? Das darf einfach nicht sein. Ich bin gleich tot. Verzeih mir. Tiefer. Alleine schaffe ich das nicht. Nichts überstürzt. Wind. Ich leg los. Na gut. Warum kann ich gerade nichts machen? Ich bin wieder Napalmwerfer. Was habe ich hier? Ich habe hier Ifrit.
Hier habe ich Chocomoppel. Ich glaube, dann tendiere ich zu ihm. Oder wir machen einfach Ifrit, der hat ja keine Resistenz gegen Feuer, ne? Machen wir Ifrit. Die anderen finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Ifrit ist der Beste. Komm! Na los, holen wir jetzt vom Himmel, Ifrit. Oh, er ist unter Schock. Und wer hat hier sein Limit? Ich? Das wird wehtun. Der hat immer noch so viel gegeben, ey. Ich bin an deiner Seite. Barrett, mach mal schön ein bisschen. Du hast noch keine. Zwei. Jetzt hast du zwei voll. Ich durchlöcher dich wie ein Sieb. Ernsthaft. Wie bitte? Was war das denn jetzt? Ich kann nicht mehr. Ah. Das hat irgendwie nicht viel gebracht. Huch, was bist du denn? Geh mir bloß weg. Was macht denn da? Tut das weh? Oh! Ich bin irgendwie mit einem fetten Laser drin. Wehe, du bist gerade immun. Wehe! 51 Damage. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für nichts. Davon muss ich mich fernhalten. Barrett. Hey, alles okay? Zeit, ein bisschen Magie zu wirken. Es wird heiß. Bereit. Was will das Viech von mir? Wollen eine Walze? Lass mich in Ruhe, bitte. Hilfe! Hörst doch mal auf! Ja, ich weiß auch nicht. Übernimm du. Überlass das mir. Kommt nicht wieder vor. Geil. Jetzt komm ich. Genau. Mal fertig. Was habe ich hier noch? Chakra, ne? Und weiter. Ach so, ich muss ihn damit selber treffen. Achtet auf den Laser. So, Barrett, du musst zuerst Vitra auf dich machen. So, weiter geht's. Und dann bitte Engel für Tifa. Ich mache weiter. Schwach. Dann übernimm. Schade. Oh! Schockzustand! Siehst du das aus? Ja! Fertig! Na? Das war's! Nachschlag! Nicht aufgeben! Aber wir haben ihn getroffen, alles gut. So wird das nichts. Na? Für dich.
Genau so! Shit. Ich bin an deiner Seite. Leute, wehrt wenigstens die Scheiße ab. Oh. So müde. Ungünstig. Ich werde dich rächen. Jetzt weiß ich schon mal, wo ich nicht reintreten werde. Brenne. Okay, da war er zu schnell. Ich zähle auf dich. Ich kann noch kämpfen. Ja, wir haben ihn kurz davor. Bin ich vergiftet oder so? Ich bin vergiftet. Heilige Scheiße. Das ist nicht gut. Gift. Noch bin ich am Leben. Der Laser Warte, könnte die bin gleich bei dir. Durchbrechen. Ich hab's doch versucht. Engel tiefer. Und Vitra tiefer. Der Laser mich eigentlich gar nicht getroffen hat, weißt du? Jetzt gebe ich alles. Oh Gott, ich brauche Chakra. Alles im Griff. Ja los, Laser, jetzt hier. Komm bitte. Alter Laser, mach doch was! Ja! Alles okay? Ernsthaft! Antworte, Mann. Ja. Dieser Laser ist zu nichts nütze! Ich stand im fucking Laser, komm! Hat einfach nichts gebracht. Oh. Und vor allem, ich habe meine Limits, weißt du, aber ich kann nichts machen. Alleine schaffe ich das nicht. Jetzt aber. Jetzt erst recht. Okay, nicht tiefer. Ich leg los. Gut vorbereiten. Was war das? Ich hatte kurz Angst. Es geht weiter. Viel Erfolg. Hier kommt Barrett. Ich mach das. Muss wach bleiben. Jetzt schick den fucking Laser endlich hier hin. Ist mir egal, ob ich dabei drauf gehe. Der Laser macht einfach nix. Nicht jetzt. Der Laser macht einfach nichts. Oh. Okay. Entscheiden wir es. Bereit für mehr? Jetzt kommt was. Okay, Barrett, ich brauche mal kurz Anti-Schlaf. Wachmacher. Und dann Limit auf den. Los, mach ihn einfach platt. Und jetzt kommt der Laser, oder was? Jetzt kam der Laser, willst du mich verarschen? Der ist hinüber. Mit uns nimmt's halt keiner auf. Hm. Ja, geht ruhig näher. Könnte ja Selbstzerstörung sein. Verdammt! Minecraft-Welt. Sie bricht auseinander. Tiefer! Barrett! Yeah.
Besser als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Pizza ungenießbar. Der Kampf war ja überhaupt gar nicht nervig, nein. Und der Laser, der hat natürlich immer dann geschossen, wenn er es nicht sollte. Und der hat mich dann getroffen, wenn er es nicht konnte. Und er hat dann getroffen, wenn er es konnte und sollte. Er hat dann nicht getroffen, wenn er es konnte und sollte. So rum. Leturum. Eigentlich sollte der Kampf nach dem Turm stattfinden, glaube ich. In der Höhle des Löwen. Anhalten! Was für ein freundlicher Empfang! Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung gibt einem Stärke. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hä? Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Da wären wir. In der Höhle des Löwen, Alter. Infiltration. Wir infiltrieren euch mal richtig hart jetzt. Und das auch noch von hinten, alter Schwede. Wir wissen, wie es geht. So, aber wo müssen wir jetzt lang? Ah. Ich weiß nicht, das kommt irgendwie bekannt vor, das Setting. Einfach von dem Stahlgerüst, stimmt. Was ist das? Der Fluchtweg? Keine Ahnung. Vielleicht werden wir da rauskommen eines Tages. Sieht so aus. Also. Wir müssen ganz schön weit weg. Die haben sich vollkommen verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Und da müssen wir rein. Und da finden wir auch einen speziellen Freund. Auf den freue ich mich schon. Frage ist nur, ob wir mit ihm spielen können. Ich freue mich auf die ganzen anderen Charaktere, die wir aber erst in der nächsten Episode sehen können. Und die Episoden werden bestimmt Jahre dauern. Aber egal. Ich habe übrigens vor, noch den Classic-Teil parallel zu spielen. Also wir werden den Classic-Teil... Das verspreche ich. Wir sind hier, um Eris zu retten. Ja. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal! Hitzköpfiger als ein Bomber. Also ich werde natürlich das hier zuerst spielen. Danach werden wir den Classic-Teil anfangen und bis zu dem Zeitpunkt spielen, wo wir hier sind. Um das Ganze zu vergleichen. Darauf habe ich Bock. Und deswegen mache ich das einfach. Außerdem habe ich das schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich glaube, locker 14 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube sogar 15. Oh, das scheint hier auf jeden Fall ziemlich groß zu sein, wenn wir da noch lang laufen müssen und alles. So, dann laufen wir sogar gleich lang. So, die Frage ist, welcher Weg ist der richtige? Ey, ich sehe schon. Dann nehmen wir zuerst den falschen. Weißt du, da ist ein Shop. Komm, bitte Musik. Mir fehlt noch Musik. Achso, nee, Potion und Drinks. Ah, ja, gut. Ja, so, hier haben wir nichts. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht der Bringer.
Ja gut, ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen werden. Ach, da kann man sich auch ausruhen, ne? Oh, die Kiste habe ich gleich gesehen. So, müssen wir uns ausruhen. Nö. Wer weiß. Ob wir gleich nicht zurücklaufen müssen. Uns erwarten bestimmt harte, ich will nicht sagen Bossfights, aber Zwischenbossfights, so einigermaßen starke Gegner. Und bestimmt der Typ auf dem Motorrad wieder. Da drüben, ein Fahrzeug von Shinra. Mir nach. Wollen wir es jetzt kapern? Hat er auch bestimmt nicht gehört. Nee, nee. Und die werden das auch nicht sehen. Shinra-Gebäude, Tiefgarage. Der Motorrad-Heini wird bestimmt hier auftauchen. Draußen alles okay? Gucken unterhalb, aber nicht oben drauf. Lol. Bei dir? Alles okay. Hier auch? Sehr gut. Ach komm, der hätte es doch sehen müssen. Gut, könnt weiter. Der Kontrollpunkt wäre passiert. Ups. Was wollt ihr hier? Warum redet ihr überhaupt? Ich nehme es mit allem. Okay, mein Freund. Du hast dir gerade eine Störung eingehandelt. Los geht's. Auf dem Weg. Oh, die sind schon ein bisschen stärker drauf, die Typen. Bring mich hinter uns. Ist er jetzt tot? Weiß ich nicht. Scheint so. Okay, dann krieg ich dir nochmal Klingenstahl dazu. Heiltrank? Ja, der hat dir viel gebracht. Stehen bleiben! Noch mehr? Widerstand ist zwecklos! Tatsächlich. Ich schaue mich mal kurz hier um. Motorräder! Oh mein Gott, Flashback! Schrotflinte? Dann Schrotflinte mal das. So, jetzt nochmal Klingenstahl. Da sind nämlich alle schön dazwischen. Das haben sie alle abbekommen. So, Tifa! Zeit für ein bisschen Heilung, würde ich sagen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen weiter. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Ja, Cloud kennt sich aus. War ja bestimmt schon dutzende Male. Vielleicht hat er hier sogar seine Ausbildung genossen. Wer weiß.